Gut, da sind wir wieder. Sprechen wir doch hier mal mit Daron, der scheint ja ein Magier zu sein, würde ich fast sagen. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Segen? Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Wie wäre es, wenn du mir einfach den Segen gibst? Ich meine, ich bitte nicht drum. Na gut, doch eigentlich auch aus Selbstzweck, aber hey, komm, scheiß es drauf. Was ist denn eine Wie übliche viel ist denn eine Spende? übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen 50 Gottes, denn Goldstücke? er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Du bist ein Arschloch. Ein blöder Wichser, der seine Macht ausnutzt. Arschloch. Gut. Wir sind aber wieder unterwegs. Das haben wir jetzt zum Glück hinter uns. So, da fehlt jetzt noch der Jäger. Ah, warte mal, ich Und spreche kurz Elia nochmal mit sprach Vatras. zu Vielleicht einem hat er jetzt noch Wein. irgendwas Neues für mich. Nö. Nichts hochgradig Interessantes. So. Das hat er wirklich nicht verdient. Wir müssen einen Ork Aber töten. Ein selbst der Ork. Herrscher auf Ganz Erden ehrlich, das ist ein bisschen hat sich hochgetrabt. so einiges gehört. So, Hey Torben. du! Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja, hat er. Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja. Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Ja, und das war jetzt alles? Ernsthaft? Blöder Wichser. Ich hätte auch schlicht und ergreifend sagen können, ja, habe ich alles bekommen. Gar kein Ding. Segen lässt sich ja ganz gut nachweisen. Vor allem, den kennt ihr ja noch nicht mal den Namen des Feuermagiers. Oder des Priester Innos. Keine Ahnung, was das für einer sein soll. Er hatte ja gar keine Ahnung. Ja gut, dann müssen wir jetzt auf die Jagd gehen, würde ich fast sagen. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Okay. Entspann dich. So, was ist denn jetzt hier draußen? Da ist ein Wolf. Hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herumzuspazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Wo wohl? Aus der Stadt? Aus der Stadt. So. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Da wären zum einen die Banditen. So eine lausige Figur wie dich verputzen die zum Frühstück. Wenn dich die Banditen nicht erwischen, dann besorgen das die wilden Tiere im Wald oder die herumstreunenden Söldner. Also, besorg dir erstmal eine vernünftige Rüstung, bevor du rausgehst. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Wahrscheinlich. Na, einen Moment, ich hab noch 15 Pfeile. Sehr geil. Sehr, sehr geil.
15 Stärke, zu wenig. Ja, wir gehen noch zwei Hände, aber eben bei Ona würde ich fast. Also, sage ich jetzt einfach. So. Na komm. Der war böse. Okay. Ja. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Na komm. Treffen muss gelernt sein. Er kommt. Verdammte Tat. Na komm. Ah! Stirb doch! Stirb! Boah, Glück gehabt! Huh! Ah. Äpfel, frische Äpfel. So. Und Nummer 2. 6 brauchen wir. Oh, und es wird dunkel. Einen Moment. Ich speichere gerade mal. Ah, shit. Tja, das war's mit den Pfeilen. Was haben wir denn hier denn? Okay. Cool. Trank. Noch ein Trank. Spruchrolle. Lederbeutel. Noch eine Spruchrolle. Noch eine Spruchrolle. Die können wir gerade einmal töten. Oder auch nicht. Hallo? Stirb. Ne, will nicht. Was haben wir hier noch? Oh, shit! Gut, wir haben den Ork gefunden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, verpiss dich. Verfolgt er uns noch? Ich denke nicht. Kann ich den hier rauslocken? Oh, Feuerball. Oh, sehr geil. Ja. Also mit den Zaubern dürfen wir ihn normalerweise klein kriegen. Aber das machen wir jetzt beim Sonnenaufgang. Ich besorge mir auch noch ein paar neue Pfeile. Nur für den Fall und später auch für die Wölfe. Du hast so sicherlich... Hey. Waffen. Ah, da bist du ja wieder. Ja, hier bin ich. Zeig mir deine Ware. Jetzt muss ich mich nur irgendwo noch hinlegen. Was suchst du okay. Hier? Ja, raus mit dir. Nein, das war keine gute Idee. Ah, ein Bett. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ich suche ein Zimmer. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Was kostet eine Übernachtung? Gar nichts. Die Paladine kommen für die Unterbringung aller Reisenden auf. Ah, cool. Also kann ich hier umsonst übernachten? Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Das ist doch nicht schlecht. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denkt nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Ah, schade.
Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Hey! Ups, ich häng auf der Ecke. Was ist das eigentlich? Ah, das ist eine Harpie. Ah, okay. Und wieder zurück. Ah, oh, schon wieder diese Ecke. Was du nicht sagst. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Das weiß doch inzwischen jeder. Sollen wir uns zuerst auf die... Ich glaube, ich gehe erst den Wölfen nach. Und dann hinterher den Ork oben links. Ich weiß gerade gar nicht, ich bin hier rein und dann da hoch und dann... Nun ja. So, Wölflein. Na komm, ich könnte auch mal treffen. Boah, was hast du denn schon wieder für eine Scheiße? Einfach nicht getroffen. Frechheit. So, jetzt, Heilpflanzen, immer rein damit. Sehr nice. So, und hier war die Höhle. Ich speichere vorher, mal wieder. Auswählen. Eispfeil, Feuerball. Ja. So ein Feuerball. Nice. Ah, shit. Oh, fuck. Ja, der erste Feuerball ging voll daneben. Und ihr seht, ist nur ein Teil unseres Kopfes da. Wunderbar. Okay, dann müssen wir nach und nach klein machen. Feuerpfeil, Feuerball. Ach, was habe ich denn? Was habe ich mit der 3? Ah, ich glaube... Einen Moment, nochmal. Zack. Hä? Da wird mir überhaupt nichts angezeigt. Okay. Naja. Einfach nochmal... Ah, shit. So, Mana. So ein Feuerball. Sogar ein Krieger. Hey. Aber wir haben ihm gut gezogen. Fast die Hälfte. Okay, war doch nichts. Ich habe gerade schon das Schlimmste befürchtet. Ah, shit. Ja, wisst ihr was? Laden wir nochmal neu. Es ging jetzt von den 3 Feuerbällen 2 daneben. Das ist ja schon echt ärgerlich. Muss ja nicht sein.
Ah. Oh shit, er folgt mir immer noch. Tötet ihn! Tötet ihn! Schon wieder ein von diesen Biestern! Aber die Leute sind aber alle ziemlich schwach. So. Ehrlich gesagt. Oh, er hat Matteo getötet. Ah, shit, und ich hab. Ah, ich hab getroffen. Ha, ich hab getroffen. Sollte lieber den Mund halten. Einmal ein bisschen Mana wieder auffüllen. Ja, da. Das ist. Er redet einfach. Ja, so muss ja, und ich habe noch die EP bekommen. Geil. Ah, nein. Ach, Mika hieß er. Schon wieder eins von diesen Biestern. Jetzt. Was, wie, wo, wer? Ach, wo ist er denn? Ach, der ist da hinten pissig wegen dem Blutfliegen. Okay, gleich mal speichern. Dieser Mika, wenn er wichtig wäre, wäre er nicht gestorben. Nun gut, die erste Wache, die umgekommen ist, passiert. Ist hier hinten vielleicht noch irgendetwas? Ich hab auch gerade eben noch irgendwo Wölfe gehört. Das heißt, da drin könnte auch noch ein Wolf sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh ja, ein. Was? Ist das ein Wolf? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es jetzt herausfinden. Ja, ein Wolf. Nice. Im schlimmsten Fall wäre es ein Worge gewesen. Diese, ja, was sind das? Vom Schlösserknacken. Ach, scheiße, ich kann das noch nicht. Okay, das sind nämlich die Hunde der Orks. Was ist das hier denn? Ich gehe da jetzt mal nicht drauf. Das ist mir alles noch ein bisschen zu unsicher. Okay, die Waffe des Orks haben wir. Oh, die ist sogar... Die ist noch nicht mal so gut. Wir haben den Piratensäbel, der ist besser. Ist doch geil. So, gut. 4 Stück haben wir, 4 Wolfsfälle. 2 brauchen wir noch. Mal schauen, wo wir die herkriegen. Ich gehe jetzt hier einfach mal den Weg weiter lang. Auf irgendetwas werden wir wohl stoßen. Ansonsten, ich bin gerade am Überlegen. Nee. Ist jetzt tatsächlich auch schon wieder minimal Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Alles mitnehmen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Oh, fuck, Riesenratten. Riesenratten. Okay, die sind eigentlich nicht so stark, aber nervig. Mistviecher. Nichts zu plündern. Gleich mal Lebensenergie wieder auffüllen. Ja, die sind noch relativ einfach zu erlegen. Dementsprechend, was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Was ist hier? Ah, hier sind noch theoretisch ein paar Sachen. Finde ich hier noch was Interessantes?
was haben wir denn hier? Ist das nur eine Pfütze oder ist das... Na, ist nur eine Pfütze, okay. Oh, Sumpfkraut. Geil. Haben wir was zu rauchen. Okay, wieder zurück. Den Weg wieder entlang. Ach, nee, ich wollte ja jetzt hier unten lang. Vielleicht ist ja noch irgendwas Interessantes. Was interessant... Interessanteres. Als Riesenratten und der ganze andere Mist. Ich muss hier nur aufpassen. Denn hier geht's bergab. Aus irgendeinem Grund. Okay, nee. Keine Wölfe. Ja, irgendwie der Weg hier gefällt mir nicht so unbedingt. Und da hinten ist ich sehe da auf jeden Fall eine Höhle. Da möchte ich jetzt aber noch nicht hin. Das ist mir noch... komm. Es interessiert mich ja doch schon leicht, aber ich meine, ich hätte da drüben eine Höhle gesehen. Da gehe ich jetzt aber noch nicht hin. Ich habe noch keine Rüstung oder ähnliches. Und diese riesigen Feldkäfer-Mist wie hier sind doch ziemlich heftig. Okay, schon mal Bogen rausholen. Ah! Goblin. Elende Scheißgoblins. Na komm. Ja, jetzt muss ich nur treffen. Stirbst du wohl? Ach du Scheiße! Nein! Ah! Ja, shit happens. Zumindest wissen wir, dort sind... Ach komm. Treffen. Na geht doch. Ja. Da hier ja im Grunde nichts mehr ist, gehe ich dann wieder direkt zurück zur Stadt. Die beiden Riesenratten lasse ich jetzt mal außen vor. So. Die Höhle schaue ich mir später nochmal an, nachdem ich dann gelernt habe, wie man Schlösser knackt. So, aber... Oh, verdammt. Hätte ich fast übersehen. Nichts zu holen. Und es wird noch ist, glaube ich, die bessere Idee. Diese Nonsens-Konversationen, die hier immer geführt werden, sind ganz lustig anzuhören. Das ist schon interessant. Ja, das ist der Wirt. Hier gibt es Freibier. Das interessiert mich aber eher weniger. Ich laufe jetzt gerade einmal zu dem Schmied hin, gebe ihm die Orkwaffe. Hey, was willst du? Was willst du? Hier, bitte. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Ja, es damals. Es waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Na, siehst du. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Ja, hat er. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Er bat mich darum, ihm zumindest die Gelegenheit zu geben, dich für seinen Beruf zu begeistern. Sieh dir die Sache mal an. Danach kannst du dich immer noch entscheiden. Es sei denn, du legst auf seine Stimme keinen Wert. Konstantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Aha. Und Matteo sagt, er hat noch nicht mit dir über die Sache geredet. Du brauchst die Zustimmung von mindestens 4 Meistern,
um in der Unterstadt als Lehrling anfangen zu können. Also solltest du mit allen reden, die noch nicht von dir überzeugt sind. Okay, Torben haben wir, Constantino ist scheißegal, er hier ist auch in Ordnung. Dann fehlt mir im Grunde nur noch, ja, zwei weitere Wolfsfälle. Ach genau, mit Torben wollte ich auch nochmal gesprochen haben. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann. Ach ja, das... Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Nein. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Ich erinnere mich. Matteo war der Kerl hier drüben, mit dem ich nur kurz gesprochen habe und dann wieder abgehauen bin. Ja. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Oh. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Ja, schon blöd, was? Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Was verkaufst du denn? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Auf jeden Fall. Okay, gib mir die Rüstung. Die Rüstung hat ihren Preis. Das hab ich mir nämlich gedacht. Ist sie auch wert. Also, komm wieder, wenn du genug Gold hast. Wie viel kostet die denn? Ach, 250, okay. Zeig mir deine Ware. Wie viel Gold habe ich? Ich habe nur 142. Okay, das Breitschwert, Einhandwaffen, Zweihandwaffen, der Degen, dafür brauche ich wieder Geschicklichkeit, ja komm, weg damit. Rostiges Schwert, weg damit, einen Bogen kann ich verkaufen, weg damit. Dann sind wir schon bei 236. Der Dolch kann weg, der auch, der auch, der auch, der auch. Ja, Fackeln. Goldbrocken. Na, die behalte ich lieber gerade. Stängel Sumpfkraut. Verkaufe ich noch ein bisschen rohes Fleisch. Ah, noch 5 Stück. Zack. Damit. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Sehr nice. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Oh Mann, vergiss es. Das ist typisch für die Penner. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Ich hab was anderes gehört. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Ja, ist es. Die Frage ist, wie wichtig ist Ach, es Ach komm. Dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe da meine eigene Meinung. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Mhm.
Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Wir können nur abwarten. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Aha. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Na, das ist doch mal... Wo finde ich denn Gritta? Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Ja, so weit ist sie ja nicht weg. Okay. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Rüstung, wenn ich sie denn jetzt gerade finde. Ah, da. Schutzwaffen, selbst vor Feuer. Ah ja, eine schöne Jägerrüstung. Wunderbar. Was will ich denn mehr? Ich komme wegen Gritta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Doch. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Gritta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Gut. Gehen wir ans Haus. So, es müsste ja hier sein, ja. So, du kleines Miststück. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Spar dir den Scheiß. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Oh, versuch nicht, auf die Tränendrüse zu drücken, du. Schuldest ihm Geld. Los. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Schätzchen, verarsch mich nicht. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na, geht doch. Also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Es geht doch. Und wir mussten sie noch nicht mal wirklich bedrohen. Wir haben ihr eine Alternative gezeigt. Die wollte sie nicht, also hat sie nachgegeben. So, hier hast du deine 100 Gold. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Sehr schön. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Das ist doch schön. Gut, mal schauen. Ja, da würde ich sagen, da gehen wir gleich mal auf Wolfsjagd.